Maria Kleinschmeick, bitte. Ja, ich habe eine Frage an Georg Wurth. Es wurde ja vorhin schon mal deutlich darauf hingewiesen, dass die Kriminalisierung auch soziale Folgen hat, Stigmatisierungsfolgen und weitere soziale Auswirkungen im weiteren Lebensweg. Es wurde vorhin auch auf die Führerscheinproblematik eingegangen. Können Sie uns noch etwas näher dazu sagen, inwieweit die geltende Führerscheinverordnung dazu genutzt wird, Cannabiskonsumenten zu kriminalisieren, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie unter Einfluss von Cannabis ein Fahrzeug führen oder nicht? Wort bitte. Ja, die Diskriminierung nüchterner Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr erfolgt nach meiner Ansicht massenhaft und systematisch. Das sind Tausende jedes Jahr, die von Bußgeldern, MPUs und Führerscheinentzug betroffen sind, obwohl sie nicht berauscht gefahren sind. Und das geschieht auf zwei Ebenen. Einmal die strafrechtliche Ebene einer direkten Drogenfahrt, wo es ja um diese 1 Nanogramm geht. Ich bin der Meinung, dass diese 1 Nanogramm viel zu niedrig angesetzt sind. Wir sollten vielleicht unsere Quellen noch mal vergleichen. Sie hatten gesagt, diese 1 Nanogramm wären als Einigung zustande gekommen, als vergleichbar mit 0,5 Gramm Alkohol. Das widerspricht völlig meinen Informationen. Laut zum Beispiel Gutachten von Dahldrup und Berghaus, die eher das bei 5 bis 8 Nanogramm etwa ansetzen. Ich denke, nach meinen Informationen dürfen sogar in der Schweiz Straßenbahnfahrer mit 2 Nanogramm noch fahren. Also 1 Nanogramm, diese Regelung war eher so, dass man gesagt hat, die Nachweismethoden sind immer feiner geworden, man konnte immer kleinere Restmengen noch nachweisen, dass man gesagt hat, okay, jetzt machen wir bei 1 Nanogramm aber mal einen Cut, weil irgendwann wird es dann albern, wenn man dann in den Spuren da irgendwie noch versucht, was zu lesen. Also da sind halt viele Leute, die völlig nüchtern fahren. 1 Nanogramm haben Konsumenten oft noch am nächsten Tag, nach vielen Stunden, teilweise sogar noch nach etwa 2 bis 3 Tagen, je nach persönlichem Stoffwechsel, das ist halt sehr unterschiedlich, wie das abgebaut wird. Definitiv sind die Leute aber vollkommen nüchtern, wenn sie meinetwegen mit 1,5, 2, 3 Nanogramm noch Auto fahren. Das hat dann natürlich die Folge, dass sie entsprechend bestraft werden. Und da hört es dann oft schon auf mit den Informationen. Ich habe gerade noch eine Antwort der Drogenbeauftragten auf Abgeordnetenwatch gelesen, wo sie gesagt hat, ja, und danach dürfen die Leute dann aber erstmal ihren Führerschein behalten. Ja, aber dann geht es weiter. Danach geht dann eine Meldung an die Führerscheinstelle und dann setzt der verwaltungsrechtliche Weg ein, wo dann geprüft wird, ob der Betreffende denn von seiner Persönlichkeitsstruktur her überhaupt verantwortungsbewusst ein Fahrzeug fahren kann. Und da spielen einerseits solche Drogenfahrten eine Rolle, die zum Teil eben gar keine Drogenfahrten sind, meiner Meinung nach. Aber da gibt es auch eine Menge Verfahren, wo es überhaupt gar nicht um Verkehrsteilnahme geht, sondern eben um diese Persönlichkeitsfrage. Und ein Punkt davon ist der regelmäßige Cannabiskonsum. Wer also bei einer Verkehrskontrolle von den Polizisten auch danach ausgefragt wird und sagt, ich konsumiere immer nur am Wochenende, fahren tut er immer nur während der Woche, dann ist das ein Nachweis, zugegeben regelmäßiger Konsum, und der Führerschein ist weg. Ja, das würde man bei jemandem, der jedes Wochenende ein Bier trinkt, irgendwie würde man nie auf die Idee kommen. Aber bei Cannabis ist das so. Wenn Sie mit der Straßenbahn zu einem Festival fahren und da mit einem Joint und einem Bier erwischt werden, ist das Mischkonsum und der Führerschein ist weg, auch wenn Sie sich vorher und nachher ein halbes Jahr überhaupt nicht ins Auto gesetzt haben. Wenn Sie bei einer MPU selbstbewusst zu Ihrem gelegentlichen Cannabiskonsum stehen, dann verlieren Sie Ihren Führerschein wegen fehlendem Problembewusstsein. Sie müssen dann sagen, oh ja, ich habe konsumiert, aber ich arbeite dran und das war eine schlimme Zeit, aber jetzt geht es mir besser. Dann können Sie ihn vielleicht behalten. Aber wenn Sie sagen, ja, ich konsumiere halt ab und zu Cannabis, nicht allzu oft und ich halte die Abstände ein, dann sind Sie Ihren Führerschein los. Das hat alles nichts mit Verkehrssicherheit zu tun. Wir sind uns alle einig, die Leute sollen nicht berauscht fahren. Das sehe ich genauso. Ich denke, da sind wir wirklich beisammen. Aber Führerscheinentzug ohne Drogenfahrt kann unnötig Biografien zerstören, und das sollten wir abschaffen und sollten gucken, dass wir wirklich wissenschaftlich nachvollziehbare Grenzwerte finden.